Was geht, ihr TikTok-Suchtis? Willkommen zu einem weiteren Video. Hallo Lübix, können wir ein Foto machen? Alter, ich bin so froh, dass ich jetzt Sommerferien habe. Naja, heute war ich wieder ganz normal auf TikTok unterwegs und da wurde mir plötzlich dieses Video hier vorgeschlagen. Leute, meine Mutter hat mir Fortnite verboten. Der letzte Like in den nächsten 24 Stunden bekommt mein OG-Account. Wer wird es sein? Naja, wenn man auf TikTok nicht anders Klicks bekommen kann, dann macht man einfach so ein Video. Meine Mutter hat mir Fortnite verboten. Der letzte Like in 24 Stunden bekommt mein OG Renegade Raider-Account. Das Traurige ist halt an den Typen, der ist halt 25 oder so. Leute, wir sind gerade unter der Brücke. Und wir trinken Energy Drinks, obwohl es unserer Mami nicht erlaubt. Naja, und tolle Videos bekommen 7000 Likes auf TikTok. Okay. Okay. Manchmal habe ich darüber nachgedacht, warum habe ich aufgehört mit Fortnite, obwohl ich damit mehr Geld mache. Ich hätte es doch gleich machen können wie der Typ hier. Ich werde dir jetzt was Krasses zeigen. 3, 2, 1. Was denn? Oh, oh mein Gott! Nein, die Reaktion ist ja gar nicht gespielt. Nein, das ist alles real. Warte, schwarze Ritter? Nein, ich glaube, es ist ein Anzeigebug. Nein, das kann nicht sein. Warte, ist das wirklich der schwarze Ritter? Ja, das ist der schwarze Ritter. Alter, ich bin so froh, dass ich nicht auf solche Videos gewechselt habe. Aber das Lustige ist halt, der Typ wollte mal aufhören mit YouTube. Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es fällt mir jetzt echt schwer, Leute. Es fällt mir echt schwer. Oh mein Gott, Leute. Mir fällt so schwer zu sagen, dass ich aufhöre mit YouTube. Oh mein Gott, Digga. Obwohl es eh nur ein Prank ist und das alle glauben sollen, damit ich mehr Klicks bekomme auf dieses TikTok, verdammte Scheiße. Ich habe jetzt bald die 400.000 Abonnenten auf YouTube. Und es wird mir langsam alles zu viel. Ja, ich habe fast 400.000 Abonnenten auf YouTube. Und nein, es wird mir langsam zu viel, weil ich mache hier nur ein paar tausend Euro mit irgendwelchen gespielten Fake-Videos. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mit YouTube aufzuhören. Nein, das ist kein Prank oder so. Geht einfach jetzt auf meinen YouTube-Kanal, Flakes. Achso, du willst die ganzen Leute rüberziehen auf deinen YouTube-Kanal, damit du sagen kannst, dass es doch ein Prank war und doch Fake war. Da habe ich ein Video dazu hochgeladen, warum, wie und wieso. Checkt es einfach ab und damit ciao, Leute. Naja, ihr könnt dreimal raten, wer nicht aufgehört hat mit YouTube. Das Video ist halt am 1. April erschienen und ich kann es ein bisschen verstehen, dass er das Video gemacht hat, aber ja, okay, gut. Muss ja nicht sein, aber am 1. April, Digga, da kann man sich doch gönnen, oder? Aber das Ganze ist noch nicht genug. Er will natürlich auch Follower auf Insta haben und deswegen macht er Werbung für sein Instagram, indem er Leuten Skins schenkt in Fortnite, die was ihn auf Insta folgen. Oh mein Gott, Leute, endlich ist der krasse Isabelle-Skin im Itemshop. Markiert jetzt drei Freunde unter diesem TikTok, die euch noch was schulden. Und falls ihr niemanden habt, der euch diesen Skin schenkt, ich habe meine V-Bucks aufgeladen. Folgt mir einfach jetzt auf Insta und vielleicht bekommt ihr ihn von mir geschenkt. Naja, das ist natürlich nicht das einzige Video von ihm, wo er das macht, sondern es gibt natürlich x andere Videos, wo er das auch macht. Aber vielleicht kann ich mir etwas abschauen von ihm. Oh mein Gott, Leute, der krasse Isabella-Skin ist im Shop. Folgt mir jetzt auf Instagram, dann bekommt ihr ihn auch geschenkt. Vielleicht, aber nur vielleicht. Ja, ich würde sagen, das war's gewesen von diesem Video. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Video noch in die Länge ziehen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.